So, hoppeln wir weiter in dieser Welt der schlechten Witze, die sich da Elden Ring nennt. Ich weiß immer noch nicht richtig, wo ich bin. Wir sind trotz... Also wir sind irgendwie im Westwall oder auch nicht am Westwall. Wir sind auf jeden Fall immer noch in Leyndell. Und ich weiß nicht richtig, was ich hier eigentlich mache, weil ich renne hier irgendwie rum und ich habe nur so drei Gegenden, die ich noch gar nicht erkundet habe. Die sind irgendwie anders als die anderen, oder? Aua. Das sieht so ein bisschen zombifiziert aus. Könnte ich noch nicht staggern kann, regt mich ein bisschen auf. So, okay, gut. Aber letztes Mal war ich doch jetzt unten, ne? Oder? Weil die ganzen Parfümeure habe ich beim ersten... Parfümeure? Habe ich beim ersten Mal ja nicht... Was brennt da hinten noch? Das ist eine... Ah, das ist Feuer. Fuck, Dicks, okay. Dann bin ich letztes Mal hier unten angerufen. Genau, dann habe ich meine Seelen verloren, weil ich mich dumm angestellt habe. Und hier haben wir Wasser. Naja, solange hier nicht der Tauchequipment-DLC kommt, wird das Wasser wahrscheinlich erstmal unrelevant bleiben. Nimm dies, Hund. Ah, das ist ja praktisch. Die sind mit zwei Schlag mit der kleinen Waffe tot. Das ist in der Tat eigentlich maximal gut. Weil das spart mir Zeit. Wäre nichts Schlimmeres, als wenn Gegner mit einem Schlag überleben. Also ein Schlag noch fehlt mit 3 HP. So. Der hat doch auch, der ist auch so ein großer mit. Die gehen mit Einschlachten dort. Faszinierend. Naja, gut. So, und da müsste hier irgendwo dieser Rotauge sein. Der hatte. Ich meine, der eben gerade, der oben an der Treppe ging eigentlich ganz gut kaputt, aber. Ich schmeiß dir mal so einen Vulkantop am Kopf. Also wie er darauf reagiert. Oh. Ah, cool. Alter. Alter. Habe ich ein Glück, dass er sich da verhangen hat, ne? Ja, wie der Hund mich gerade schon wieder komplett aus dem Leben genommen hat. Ich will nicht sagen, dass ich diese Lavaflaschen liebe, aber ich liebe diese Lavaflaschen. Die sind schon so ein bisschen praktisch. Na gut, das war jetzt tatsächlich ein bisschen lame. Aber gut, mich hätte ja auch bald gerade beinahe der lame Hund der Lähmigkeit umgebracht. Auch jeder, die mir einen Schlag überleben und ich dann noch schlimmer. Ja, ich meine, gut, die meisten Gegner wollen nicht mehr einsteigen. Ich meine, wenn die mit das 2 HP überleben, also das 2 Stück raufhaust, dann stehen die noch da, du musst noch einen dritten raufhauen und dann. Auf der anderen Seite darf ich natürlich eigentlich nicht. Ich darf ja eigentlich nicht meckern. Ich renne mit einem Großschwert rum, beschwere mich dann, dass der Hund mich irgendwie zu Tode staggert, weil er halt einfach schneller angreift als ich. Ich glaube, das ist so ein bisschen der abgeschlossene Bezirk hier, oder? Auf der anderen Seite ist ja auch eher die Außenseite Richtung Baum, ne? Da oben ist eine ziemlich große Tür. Nur ich ahne, dass wir zu dieser Tür nicht so kommen, wie wir hier laufen. Aber ich werde zumindest ziemlich überrascht. Wahrscheinlich ist hier oben gleich Sackgasse. Oder Nebelwand. Bei Suicide-Spielen fühlt man sich fast immer wie mit einem Messer bei einer Schießerei. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Ach! Mal, sind wir jetzt hier, wo ich bin? Ne, ich bin nicht wo ich bin. Nur die Hunde halt. Also wie gesagt, das ist mich halt irgendwie x-beliebige Gegner mit auch so drei, also halt gerade diese kleinen Soldaten mit ihren Messern mich halt durchsteigern könnte, ich nichts tun kann gegen die. Das regt mich ja nicht vor allen Dingen auf. Das, wenn du halt einfach so zu Brei geschlagen wirst und dich du großartig gegen wehren kannst. Also wenn jetzt eigentlich schwierig. Ich hab das Gefühl, dass wir sehr off-road sind. Da hinten sind wieder welche lustigen Reiter. Hey, ein Flammendrachen-Talisman. Cool. Der ist hinter sich. What? Kommt der denn her? Naja, gut, da vorne ist ein Ritter zu Pferd.
Siegel untersuchen? Versiegelt vom Morgott den Gnaden beschenken. Hey, wir haben einen Grafikfehler. Hier sollte eigentlich ein großes Siegel sein. Morgott dem Gnaden beschenken. Na super, okay, also können wir wieder zurücklaufen. Hier jetzt nicht weiter. Das ist doch jetzt schon der dritte Ort, wo ein Siegel mir im Weg steht, oder? Das nervt. Fahren wir halt wieder runter. Bei Daxus war's noch auf Langschwert wegen der Geschwindigkeit. Ich habe in Dark Souls Langschwerter gespielt. Naja, das hier ist ja eigentlich. Ich habe ja hier auch einen Dings. Ich habe ja auch einen Dolch bei hier, wegen der Geschwindigkeit. Aber ich habe zum Beispiel Dark Souls 2 komplett mit einem Großschwert durchgespielt. Also nicht beim ersten Mal. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Dark Souls 1 gespielt hatte. Ich hatte irgendwann mal habe mit diesem Silberritterschwert gespielt. Aber das war ja nur ein One. Ich weiß gar nicht, was der YouTube-Mann damals war, was ich da gespielt hatte. Und Dark Souls 3 habe ich ja sowieso alles gespielt, was irgendwie ging. Und den Mage One habe ich nie zu Ende gebracht, weil Gale irgendwie mit dem Mondlichtschwert nicht so gut totzukriegen war. Ich weiß gar nicht, woran das bei Gale hing. Das müsste ich eigentlich nochmal probieren. Schlaffett. Ah, das passt ja. Ah, die liegen ja aber auch schön im Busch, ne? Also ohne Anvisieren würde ich die nicht sehen. Naja. Haben wir die auch hinter uns gebracht? Gut, dann haben wir jetzt diesen Abschnitt hier hinter uns. Dann müssten wir jetzt nur noch rausfinden, wo Morgoth wohnt. Und uns dann darum kümmern. So, wie viele Estus habe ich noch? 5. Naja, gut. Dark Souls 3, das Irritierschwert, das ist verdammt lange. Ach, das Ding, ja, weil ich... Ach stimmt, ich habe bei Dark Souls 3 hab ich mit Pyro One gespielt, ne? Stimmt, aber mein erster One war, glaube ich, ein Pyro, ne? Also mit mit beiden Magiearten. Ja, aber das lief ja auch nur so mittelmäßig gut mit dem Irritierschwert. Das hatte ich aber auch nicht die ganze Zeit. Das ist ja eigentlich schön. Das kann man daran beten. Naja, gut. Dann mein Lieblingsgegner. Stellen wir noch schnell ein paar Vulkantöpfe her. Das ist das, was ich im Grunde genommen die Mechanik hier gut finde, mit den Gegenständen herstellen. Auf der anderen Seite, dass du Verbrauchsmaterial nicht mehr kaufen musst. Wie dumm. Ist eigentlich fast schon eine Erleichterung. Alter. Alter, ich hasse diese Wichser, das ist unfassbar. Es gibt, glaube ich, nichts, was ich so sehr hasse wie diese Drecksritter, ne? Diese verdammten Schmelztiegelritter, die schlimmsten von allen. Hab ich das vor kurzem entdeckt, obwohl ich seit 2005 Let's Plays gucke. Hab die letzten Wochen mal was nachgeholt in deinem Kanal. Das reicht nicht. Darf ich dich mit meinem Lord und Severia das kurz online vorstellen? Da bist du denn die nächsten 100 Jahre beschäftigt. Nee, stimmt gar nicht, aber echt lange auf jeden Fall. Ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich davon hochgerannt bin. Ich wollte ja... habe ich jetzt gerade die Tode hochgelegt? Hoffe ich, habe ich das. Ich wollte doch eigentlich mir das Ding, was oben auf den Wagen lag, holen. Ja, wenn man sich erstmal schön 1800 irgendwas Episoden eher kurz online gegönnt hat. Sind, glaube ich, die Wochen schon von alleine rum. Ja, wo war ich? Hier war ich. Ja, der YouTube-Kanal ist mittlerweile echt umfangreich. Dafür, dass jedes Video nur so 80 Views hat. Hier ist es nicht so mein Ding zu sehr WoW. Das ist gerade so die eine Sache, die ich eh so nicht vorwerfen würde. Obwohl, gut, die Zwischensequenzen gehen auch so in die Richtung. Dann für ESO habe ich einige Kritik. So, okay, wir fangen wieder nochmal mit der da. Dass man diese Penner nicht staggern kann, ne? Alter, willst du mich verarschen?
Ich bin nur ein zurückrennender Typ. Kann mich ja trotzdem treffen. Na gut, den haben wir hinter uns. Ich kann meinen Hass ja für diese Drachenritter hier nicht zusammenfassen. Jesus, Servio, weh. Das würde ich jetzt aber auch nicht gerade sagen. Ach, Jesu. Wenn die Storyschreiber nur besser wären. Heldenrune 5. Warte. Eine Heldenrune 5. Ich habe vorhin Heldenrune 1 gefunden und die hat 10.000 gebracht. Achso, das ist aber nicht das gleiche wie eine Fürstenrune. Genau, die Bewohner dazwischen. Okay, gut. Das soll nicht so bunt sein, in First Person gespielt wie für die Tiefe. Aber ich spiele ja das kurz online in der First Person. Das sieht ja aus wie die Diablo 3 bis 6. Naja, nee. Also ich würde eher sagen, das ist so mich erinnert, das ist persönlich ein bisschen so ein Guild Wars. Also bunt ist doch eh so eigentlich gar nicht. Ist eh so wirklich bunt in deinem Film? Das würde ich aber von mir weisen. Man, wie gesagt, ich spiele eh so die meiste Zeit in First Person, außer wenn ich es nicht tue, weil irgendwie Aoi-Effekte. Jetzt sind wir ja schon wieder hier. Also, nee, wir sind ganz woanders. Wir können da hinten aufs Dach springen wahrscheinlich. Okay, diese Häuser sehen tatsächlich sehr reich aus. Nur da hinten sind so ein paar Löcher. Ach guck mal, jetzt siehst du diesen komischen Speer hier auch. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was es ist. Auf den Drachen bin ich vorhin rumgekraxelt und hab das Tor aufgemacht. Jep, jep, jep. Doch, ich bin wieder hier. Das ist exakt die gleiche Stelle. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich bin jetzt also einmal rumgelaufen. Ja, wow. Und ich kann bestimmt nicht da unten aufs... Na gut, wo? Hm, schön. Ja, das war jetzt ein shortiger Shortcut, aber ich weiß nicht so richtig, wofür eigentlich. Was man vielleicht in ESO noch kritisieren könnte, ist, dass die Kämpfer, zumindest wenn man nicht gerade die schweren Raids spielt, tatsächlich sehr, sehr eintönig sind. Mechanisch ist das Spiel, macht das Spiel echt nicht fair. Bist du altbackener Meinung? Also das in ESO kann man viel kritisieren. Da gehe ich gerne mit. So, jetzt machen wir hier nochmal weiter. Ich überlege gerade, wo die Ähnlichkeiten mit WoW da sind. Das Schöne ist halt, dass der ganze Spaß vertont ist. Was das halt sehr angenehm zu spielen macht. Ich habe mich ja bis heute nicht an Morrowind nicht rangetraut. Weil ich wenig Lust habe, alle Dialoge vorzulesen. Was ist das hier auch für ein Fahrstuhl? Das hätte auch eine Wendeltreppe sein können. Weil meine Lust irgendwie... alles vorzulesen... ist auch nicht so gewaltig. Hier irgendwo mal eine Tür finden, die nicht zu ist. Um dann rauszufinden, warum die Türen alle zugeschmolzen sind. Ah ja. Wo? Ah ja. Ich will nicht sagen, das ist mein absoluter Lieblingsgegner, weil das sind auf jeden Fall diese komischen Schabenmenschen. Aber nah dran, ne? Versteh dich. Echt jetzt? Oh, das ist ja unfair. Mensch, ich konnte nichts machen. Was, Morrowind ist vielleicht ein bisschen Augenkiller? Ah, da bist du doch nicht auf dem neuesten Stand. Also erstmal, da könnte ich, kennst du das, oh, wie ist das, Ornithopter? Es gab mal irgendeine Webseite, die hat die ganzen ESO-Mods miteinander vereint, aber das meine ich eigentlich gerade gar nicht. Es gibt interessante technische Entwicklungen. Wobei natürlich noch ein bisschen die Jury offen ist, ob das jetzt tatsächlich so geil ist. Kann man hier runterspringen, ohne zu sterben? Ne? Kriegen wir leer raus? Kann man. Nice.
Und zwar ist es so, dass... Habe ich jetzt mein Zeug gekriegt? Ja, habe ich. Das mit dem Erscheinen... Hallo? Haut das? Oh, das nervt mich gerade schon wieder. Mit den... Sie haben neue Technologie angekündigt. Und zwar haben sie mit dem RTX-Zeug von Nvidia... Jetzt mal völlig von den Mondpreisen ab, haben sie ein lustiges Verfahren gezeigt, um bestimmte Texturen und Geschichten hochzurechnen und damit alten Spielen wie Morrowind tatsächlich nochmal grafisch ganz neue Dimensionen aufzuzeigen und dabei irgendwie gleichzeitig den alten Code zu verwenden. Das ist richtig interessant. Also mal sehen, wie gut die Technologie dann klappt, weil anscheinend braucht einen gewissen manuellen Anteil, hat es da schon. Hä? Was habe ich denn jetzt gedacht? Achso, das Vieh springt hoch und schlägt unter sich, oder? Ja. Hat das mich jetzt gefressen? Das ist eine Frechheit. Überlebe ich das? Naja. Finde ich ziemlich gut sogar. Okay, ich muss von diesem Gebäude hier weg. Weil wenn der Wurm irgendwie da drauf steht, das ist echt anstrengend. Ich hätte übrigens gerne mal einen Bildungsbrock. Da bin ich schon wieder gefressen. Was gab es nochmal? Keine Anwehr-Engine? Ich bin ja immer noch sehr zwiegespalten, ob ich das gut finde, dass... Sie macht so ein Explosiv-Dings, ne? Und ich merke das... Meine Güte. Jetzt ist es einfach umgefloppt. Dass wir so gegen große Gegner kämpfen, ist doch echt kein Geschenk, ne? Was tötet das Vieh denn hier andauernd eigentlich? Und was, welche Sachen sterben hier noch, die hier rumrennen? Da war übrigens der Blutungsbrock. Hey, eine goldene Saat. Nein, mein etwas. Schön. Das ist auf jeden Fall ohne Fahrschein hier. So, goldene Pfeile. Was machen denn goldene Pfeile? Ist das ganz normale goldene? Pfeile, die für den Erdenbaumbogen geschnitzt wurden, Heiligschaden verursachen. Besonders effektiv gegen jene, die im Tod leben. Verhindert, dass sie wieder auferstehen. Ah ja, okay. I see. Ja, gut. Aber ansonsten... Stimmt, die Unreal Engine, die erste gab es tatsächlich damals schon, ne? Egal, wann damals ist. Solange es ein Unreal gab, gab es auch eine Unreal Engine. Ja, also, was ich gerade sagen wollte, damit, ich bin noch nicht ganz einig, ob das tatsächlich so geil ist, dass die Unreal Engine halt neben Unity... Obwohl, Unity hat sich doch irgendwie auch selber in den Fuß geschossen, ne? Dass das halt irgendwie so die einzigen beiden Grafik-Engines sind, Ach, echt? Geht das nicht? Ah, oh, das ist ja nicht... Da muss ich da echt irgendwie rumrennen. Ach, Menno. Kann ich reiten? Nee. Dass ich das nicht gut finde, wenn sich das so konsolidiert mit den... Ich höre Ratten. Nee, Fledermäuse. Das ist dann halt so wenig Grafik-Engine. Auf der anderen Seite ist die Grafik-Engine ja das, woran der Spielentwickler echt viel Zeit verbraucht. Wenn wir jetzt uns mal angucken, wie es mit Cyberpunk mit der Red Engine, wie viel Arbeitsaufwand da reingesteckt wurde und am Ende ist halt das Spiel gar nicht so richtig im Mittelpunkt gewesen, sondern vor allem die Engine-Probleme waren dann erstmal irgendwie das erste... Hey, gesprungener Topf. Ich dachte nicht, dass ich noch einen finde. Waren dann irgendwie das erste Jahr der Bugfixe und nicht tatsächlich das Spiel zu erweitern, dann ist das natürlich schon irgendwie eine Menge Energie, die weggeht. Auf der anderen Seite bin ich tatsächlich ein bisschen traurig, dass die Red Engine irgendwie nichts geworden ist und dass jetzt hier CD Projekt auch sagt, ja, wir machen jetzt hier doch lieber Unreal und gut ist. Auf der anderen Seite siehst du dann Spiele wie GTFO. Was ist denn das? Okay, ich werfe dem Vieh was rum, es ist mal ein Vulkantopf am Kopf und guck mal, wie viel Schaden das nimmt. Ja. Wenn ich weiterhin gegen irgendwelche Wände rolle.
Ist ja wohl eine absolute Frechheit, jetzt hier meinen Vulkantypen auszuweichen. Droppt es was? Ja, eine Maske des grinsenden Mals. Ach, war das auch so ein Magetyp, nur halt anders? Was haben wir hier Schönes gefunden? Maske des grinsenden Mals. Ist denn die? Ach, da. Eine Maske mit langen und grauenhaft verdrehten Hörnern stammt eindeutig von einem Maltöter. Erhöht eure Stärke. Das Antlitz zeigt die von Schadenfreude verzerrte Fratze eines Ältesten. Dieses Gesicht verfolgte die Male in ihrer Albträume und stammt angeblich von einem bösen Geist. Das bringt 2 Stärke. Immerhin. Und wer hat sich halt bewährt? Ja, hab ich den GTFO-Punkt schon gemacht? Ich habe mich mal wieder unterbrechen lassen von Kampf. Auf jeden Fall, wenn man sich ja GTFO anguckt und wie gut die Grafik halt einfach nur ist von dem Spiel. Hey, die Zähne kommen mir bekannt vor. Lionels Helm? Lionels Rüstung? Das ist der Zwiebelritter dieses Teiles. Sterbebettkleid. Wer war denn Lionel? Meine GTFO sieht halt einfach fantastisch aus. Und das ist halt Unreal Engine und gerade diese Dunkelheit, das ist halt... Und da hatten die Entwickler halt auch Zeit, sich mehr auf das Zeug zu kümmern und nicht um den Engine zu bauen. Ein runder Eisenhelm mit auffallend großer Krempe stammt von Lionel Löwenherz. Als dieser tapfer und edle Ritter Fia traf, die man aus ihrer Heimat vertrieben hatte, nahm er sie als seine Tochter an. Haben wir Lionel nicht mit im Kampf gehabt? So. Fia, die Sterbebettgefährtin. So, kann ich jetzt ihr Kleid anziehen? Ein extrem dünnes und durchsichtiges weißes Kleid, das die Gefährtin auf dem Sterbebett trägt, wenn sie den Toten in ihre Arme schließt. Regniert langsam die IP vom Verbündeten in der Nähe, nicht durch die IP des Trägers, auch Menno. Der Stoff ist weich wie ein Windhauch im Frühling, um selbst Mumien nicht zu beschädigen. Die Gefährtin wischte sich nur ihre Wärme an den verstorbenen Teilen. Ja, sexy. Hat, glaube ich, leider noch weniger Rüstungswert als meine restliche Rüstung. Ja, nee. Robe der Schneehexe? Schauen wir mal, die Rani tief im Wald drauf, sind noch jung war. Ach, siehst du, ich müsste mich ja mit der Rani-Quest noch weiter auseinandersetzen, ne? Da war ja auch noch was. Die sind leider alle so schwer. Ich könnte noch die Lane der Ritterrüstung anziehen. Ich bleib mal wieder bei der Karianischen. Tanga mit einem Haufen nix. Na, das ist so skandalös, das wollen wir aber auch nicht. Okay, er respawnt auf jeden Fall, der Maltöter. Dann ignoriere ich ihn mal für den Moment. Man grinst da fröhlich vor sich hin. Ah ja, okay, ich weiß, wo die Rattengeräusche herkommen. Gibt es hier sonst noch was, oder würde ich jetzt hier wirklich runterspringen? Alter. Das wäre ja beinahe schon wieder Jüdi laufen, ne? Oh, guck mal, es sind wieder Hände. Habe ich noch Feuerpfeile? Ich habe noch genau einen. Aber ich kann noch welche herstellen, oder? Kann ich noch Feuerbolzen herstellen? Ich bräuchte gerade welche. Feuerbolzen. Ich kann in der Tat ziemlich viele herstellen. Dann rüsten wir die doch mal aus. So, meine lieben Hände. Showtime. Ich muss aber sagen, die lassen sich gar nicht vom Feuer so sehr beeinträchtigen, wie ich das dachte. Na gut. Giftwurfpfeile. Darauf habe ich gekämpft. So. Oh, eine große Hand. Nein, der Obelisk von Nott. Autsch. Okay, mach die... Oh, ich hasse es. Ich hasse es so sehr, wenn Gegner einfach nur stumpf nur ein Ding machen. Ach, mir noch. Habe ich in den Leuchtfeuer gerastet, dass da was war? Oder habe ich das ignoriert? Na, wir wissen es gleich.
Doch, ich habe dran gerastet, so wäre der Gegner nicht respawnt. Hirr. Ja, das war natürlich jetzt sehr erfolgreich wieder. Naja. Na. Ich hoffe, ist er noch im Kampf? Also die anderen Hände werden mir wohl nicht hinterherlaufen, oder? Hoffe ich zumindest. Dass mich so eine dumme Hand einfach in die Ecke drängt, ne? Ja, da hätten wir noch eine gewesen. Warum ist die nicht runtergefallen? Naja. Man kann nicht sagen, dass ich diese Hände sehr mag. Du Geschmiedestein 4. Naja, gut. Hier noch rumgespielt hier. Ist da der Mittelfinger? Das kann man nicht so genau sagen. Das 4 sind mehr als nur 4 Finger, 5 Finger. Aber stellen wir uns einfach vor, das war der große erhobene Mittelfinger. So. Verlorene Kriegsasche. Hey. Nachdem ich die letzten beiden Kriegsaschen schon verschwendet habe. Die mag keiner. Und die Hände. Also ich fand, dass jetzt mittlerweile haben sich ja die ganz gut gewöhnt an die Hände. Beim ersten Mal waren die halt echt noch ziemlich scary, ne? Wenn die da halt irgendwie aus diesen letzten Ecken da rauskamen, aus dem Sand da, am Anwesen. Da waren die schon heftig. Aber wenn man ja weiß, was man zu erwarten hat, dass das halt irgendwelche... Dass die vor allen Dingen empfindlich sind, wenn man dann maximal auf die Fresse gibt, dann ist es ja auch wieder nicht so spannend. Heranwachsende Schmetterlinge. Hm. Was bist du? Okay, was hat das für ein Lumpendeut? Nimm gerade an seinen Finger, wie es aussah. In die Richtung war falsch. Ah. Ich nehme an, man könnte die Kanalisation hier auch noch irgendwie anders rein. Fragt ihr bloß wie? Fächerdolche, Erdenstahldolch und hellsichtige, heiligsichere Trockenleber. Judy, wie kommen wir jetzt an unseren anderen Dings da ran? Wir haben doch hier gerade noch die eine Leiche da durch die Tür gesehen. Anscheinend gar nicht. Naja, gut. Dann sind wir jetzt immer noch nicht so richtig weitergekommen, ne? Ich bin jetzt zwar irgendwie neben diesem Erdwurm da lang gelaufen. Und hier sehe ich leider gerade gar nichts. Außer... Nö. Jetzt bin ich wieder hier. Das wirkt sich bestimmt doch richtig schlecht auf den Mietpreis aus. Beziehungsweise eigentlich nicht auf den Mietpreis, wahrscheinlich sehr positiv, aber auf den Grundstückspreis. Wenn du hier so einen riesengroßen Drachenflügel hast, der irgendwie das alle dauerhaft 24/7 beschattet. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass der Dude ist. Den Preis. Hier sieht es so groß, offen und leer aus. Du Geschmiedesteine schlägst. Ist okay. Aber ansonsten. Nichts? Einfach nichts? Ach, Menno. Wie viele verschiedene Gegenstände gibt es bei dem Spiel denn? Oh, meinst du Gegengegenstände? Und was jammert hier? Also, das sind allein die benutzbaren Gegenstände, die ich gerade bei habe. Dann hast du hier noch diese komischen Aschen. Gut, die benutze ich ja wieder. Und dann gibt es noch die Herstellungsmaterialien. Aber es sind gar nicht so viele. Das sind halt die Upgrade-Materialien. Einmal für die Geister, die du beschwören kannst. In zwei verschiedenen Flavors. Und einmal die Schmiedesteine, was quasi das gleiche ist wie früher die normalen Schmiedegegenstände und diese. Wie hießen sie? Die Funkeltitanitsteine. Genau. Irgendwer jammert hier. Oh, kann man drüber reden. Okay.
Der Kiefer brennt schon mal nicht. Kriegst du das in Dollar? Cool. Ja, die haben Bart. Ach, die haben da oben den Mund drin. Das ist ja eklig. Okay, von dir sollte ich mich besser nicht erwischen lassen. Das ist ja schrecklich. Muss das echt nur tun? Finde ich zu viel. Ach, das ist alles recht überschaubar. Es ist wirklich überschaubar. Das sieht jetzt vielleicht irgendwie für einen Moment so viel aus, aber eigentlich ist es echt nicht viel. Ich meine, an sich können dir die Herstellungsmaterialien ziemlich egal sein. Und die Blutgerinnse eines Abenaurik. Ach, kick an. Und die Dingens. Die Herstellungsmaterialien ist ja genau wie im Vorgänger. Du hast halt für deine normalen Waffen Herstellungsmaterial und dann für deine legendären Waffen. Punkt. Ah, Bodenbogen. Ich hätte eigentlich gehofft, wir finden jetzt vielleicht mal das andere Amulett von Lantenna, aber scheint ja nicht. Oder ansonsten kannst du jetzt halt noch so eine NPC-Begleiter immer rufen. Und dafür gibt es halt auch nochmal Upgrade-Material für die normalen und einmal für die legendären. Also, die Dinger hier. Wo sind wir jetzt? Ist das nicht der gleiche Tunnel, wo ich gerade schon drin war? Na, wo ich jetzt auch noch Musik. Ja, und das ganze Herstellungszeug, naja, das ist halt irgendwie. Das ist halt, anstatt dass du jetzt irgendwie diese dummen Feuertöpfe mal nachkaufen musst, kannst du die jetzt halt selber herstellen. Du brauchst halt in dem Fall zum Beispiel Vulkansteine. Und wenn du jetzt hier Feuertöpfe bauen möchtest, brauchst du halt alte Reißzähne, Schwäne, Schmetterlinge und Pilze. Und die findest du halt irgendwo in der Welt. Und kannst natürlich auch von Händlern kaufen. Was halt ganz praktisch ist, weil dadurch kannst du halt, wenn du nicht. Also das Spiel ist halt sehr darauf ausgelegt, dass du nicht immer nur. Also, dass du nicht zurückkehrst andauernd zum Leuchtfeuer, sondern dass du wirklich kontinuierlich erkundest und dann halt während deiner. Oh, fuck. Während deiner Reise. Dein Zeug herstellst, wie du es brauchst. Quasi wie so ein fahrender Ritter. Und nicht immer nur auf die Hilfe eines Schmiedes angewiesen bist. Ich meine, klar, kannst das Zeug auch selber, also kannst die Ausrüstung tatsächlich nicht selber verbessern, das musst du dann echt in der Tafel rund fester machen. Aber. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, das Herstellen. Einzige limitierende Faktor ist am Anfang unterirdisch Reservat der Scham. Ja, okay, gut. Cool. Das, wie viele Schandstadt ist es jetzt? Wo auf den ersten Blick sieht es hier eher aus wie ein Bloodborne. Was ist denn das schon wieder? Wie viel Schaden nimmt es denn, wenn man es mit Feuerfeuer anschießt? Nicht so viel. Was ist das? Hm, das ist halt neu anscheinend. Na gut, ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.